Freunde, kleines Vorwort. Es gibt Leute, die außerhalb der Streams Kanalmitgliedschaften abschließen. Und ja, die will ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Und zwar, wir haben Left Lane Hawk mit Fort Blue, vielen, vielen Dank. Und Tommylicious mit der Ferienwohnung, auch vielen Dank. Ich sehe es leider kaum, wenn Leute außerhalb der Streams Mitgliedschaften abschließen. Irgendwie YouTube zeigt nur an, dass es eine gab, aber nicht wer. Deswegen, wenn ihr einen abschließt unter dem Video, schreibt gerne drunter, dann sehe ich das. Deswegen vielen Dank an alle Mitgliedschaften und so weiter. Auch vielen Dank für den kranken Support zurzeit. Alles ist sehr, sehr cool. Aber jetzt genug geschwafelt, ab ins Video. Freunde, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute schauen wir uns mal einen kleinen Teaser an, sage ich mal. Also das, was jetzt kommt, passiert nach Cola-Bärchen. Deswegen, falls ihr das Finale nicht kennt oder es einfach nochmal neu erleben wollt, was auch immer, schaut ihr das Video vielleicht nach dem Abo-Special an. So viel dazu zum Vorwort. Noch eine kleine Sache. Ich habe mir mal angeschaut, was Cola-Bärchen für eine Zeitmenge ist. Und ja, ich habe es vollkommen unterschätzt. Ich hatte in Erinnerung, zu meiner Verteidigung, ich habe seit bestimmt 3 Jahren oder so nicht mehr geschaut. Ich hatte so im Kopf, jo, Rohmaterial 2 Stunden. Sicher, okay, in 2 Videos aufgeteilt, 2 1 bis 2 Stunden Videos, bumm. Aber es ist deutlich mehr. Ich habe mir angeschaut, wie lange andere gebraucht haben, um es komplett durchzunehmen, sage ich mal. Und da war die Stundenzahl zweistellig. Ja, deswegen. Ich bin am Überlegen, wie ich es mache. Meine beste Idee, die dabei rausgekommen ist, sage ich einfach mal, ist, dass ich anstatt ein Abo-Special eine Abo-Woche mache, sage ich mal, wo ich jeden Tag ein Cola-Bärchen-Video hochlade. Ich hoffe, ich schaffe es, in 7 Videos zu machen. Falls nicht, dann wird es halt ein 8. oder 9. Das nächste dann auch nicht so schlimm. Ich denke, dabei wird es auch bleiben. Außer jemand von euch hat vielleicht noch eine bessere Idee, wie man das sinnvoller machen kann. Aber ja, es ist wirklich Rohmaterial, grob überschlagen, 7 Stunden oder sowas. Also ja, da habe ich mir ein bisschen was aufgebrummt, aber egal. Wir haben Zeit. Ich bin ab Freitag in den weihnachtlichen Urlaub entlassen, also an Zeit mangelt es mir nicht. Zum Glück. Aber ja, Stand jetzt fehlen noch 2 Abos. Wäre natürlich frech, wenn es bis Sonntag weniger wird. Böse Cook. Nee, Quatsch. Es wird Sonntag kommen, das 5000 Special Part 1 von X. Schauen wir mal. So, jetzt mal letzte Chance, ne, falls ihr nicht gespoilert werden wollt, abzuschalten. Denn die Cola-Dusche. Die ist passiert. Ich glaube, der Stream ist am gleichen Abend oder einen Tag später. Und Rainer redet halt darüber. Ich dachte mir, komm, ne, anstatt dass ich das am Ende mache, nehme ich das so als kleinen Teaser für Sonntag. Damit wir uns alle darauf einstimmen, was uns denn erwartet. Vor allem für die Leute, die halt nicht wissen, was Cola-Bärchen ist. Und es noch nie gehört haben. Deswegen, wir gehen jetzt rein. Nee, zweiter. Damals immer seine laute Musik, ne? Gepaart mit dem schlechten Mikrofon, gepaart mit schlechtem Internet. Es ist so schwierig, den Ton richtig einzustellen, weil es einfach zwischendurch so hart der Bass reindrückt. Also Rainer damals war nicht besonders reactor-freundlich. Ah nee, doch, das ist der erste. Lol. Aber immerhin ist die Musik so schlecht aufgenommen, dass YouTube da nichts erkennt. Ich erkläre dir das mal in Ruhe. Ich habe jetzt gerade Zeit, ich streame jetzt. Bilde ich das mir ein? Oder ist da, wo Rainer immer sitzt, ist da so eine kleine Beule nach unten? Seht ihr das? Warte, sieht man meine Maus? Ja. Hier so? Oder ist das vielleicht wegen den Handtüchern nur so, dass sie das ein bisschen optisch verändern? Aber sieht doch aus, als würde es hier so nochmal gehen. Dann geht es hier so ein bisschen runter. Und dann hier wieder hoch. Anscheinend selbst das Zarrensofa hat wohl irgendwo seine Grenzen. Hätte ich nicht gedacht. Oh. Ich erregere, weil ich aufgeräumt habe vorhin. Das werde ich jetzt mal kurz erzählen. Aber hier kommt übrigens noch ein Video auf dem Hauptkanal. Spezifisch eine Aktion, die jetzt vor 20 Minuten war, ungefähr. Wollte gerade sagen, es war am gleichen Tag.
Bevor er anfängt zu erzählen, das Video kam, glaube ich, nicht. Ich kann mich an kein Video erinnern, wo er nochmal über Cola-Bärchen gesprochen hat. Er hat hier nur ein paar Hass-Sprachnachrichten geschickt, sage ich mal, aber abseits davon kam nichts mehr. Man sieht, ich habe gewaschen Haare. Sieht man daran, dass sie nicht so wuschelig sind wie sonst. Die sind im Moment noch nass. Deswegen sind die so, sind sie immer so schwer, wenn sie nass sind. Ja, und da waren ein paar Hater bei mir. Nicht bei mir, sondern ich habe mich mit einer Person treffen wollen heute. Mit meiner neuen Freundin. Und die hat dann zwei Idioten im Schlepptau gehabt. Mit diesen Idioten ist sie hergegangen und hat wieder mal eine total kindische Aktion abgezogen, wie ich finde. Für einen Erwachsenen ist es definitiv das unterste Niveau, das man sich begeben kann, wenn man ein verantwortungsbewusster Erwachsener sein will. Und zwar haben die mich jetzt in eine Falle gelockt, bei der ich mir allerdings vorab schon gedacht habe, dass es eine Falle ist. Man sieht, ich bin jetzt rasiert. Und ich hatte mich mit ihr abgemacht, dass ich mich eben nicht rasiere, aber ich erkläre das alles in meinem Video nochmal genauer. Ich hatte mir aber schon gedacht, dass es irgendwas in die Richtung ist. Ich wusste es nicht, definitiv nicht, aber ich habe es mir schon gedacht, dass es irgend sowas in die Richtung ist. Und zwar. Wie immer, ne? Also, Rainer hat immer alles vorausgesehen. Natürlich, er sagt jetzt hier, dass er es nicht wusste, aber im Satz danach revidiert er es direkt wieder und sagt, ja, aber ich hab's mir gedacht. Also, Rainer läuft immer in die offensichtlichsten Fallen rein, wirklich, ne? Über die Jahre, man kann bestimmt eine Stunde über solche Geschichten erzählen, ist er immer wieder in Fallen getappt, wo jeder normal denkende Mensch, sage ich einfach mal, der ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Internet hat, sofort hätte gewusst, jo, ne? Das ist eine Verarsche, ne? Da gehe ich nicht hin. Aber Rainer nutzt halt diese minimalen Prozentchancen aus, um doch vielleicht irgendwie eine Frau zu kriegen. Spätestens seit dem Meraluna. Ich weiß nicht, wann das Meraluna ist. Das könnt ihr im Internet nachgoogeln, wann Meraluna ungefähr ist. Spätestens seitdem wusste ich, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Ich hatte es mir vorher schon gedacht. Aber da ich ein Mensch bin, die Hoffnung stirbt zuletzt, habe ich mir gedacht. Das meine ich, ne? Die Hoffnung stirbt eben wirklich zuletzt. Das ist keine Lüge. Aber ja. Schauen wir einfach mal. Ich erkläre das da nochmal alles genauer, aber es lief letzten Endes darauf hinaus, dass die. Ja, es lief auf jeden Fall darauf hinaus, es war so abgemacht, dass ich mich mit ihr treffe. Sie wollte eigentlich zum Bahnhof nach Hamskirchen kommen, da wollten wir uns dann haben wir uns verabredet, da wollte ich sie dann abholen und so. Und es lief darauf hinaus, dass sie zwei Idioten dabei hatte. Ich bin dann woanders hingefahren, um sie zu holen, weil sie dann angeblich früher ausgestiegen ist, weil ja angeblich solche Hater hinterher waren, bla 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 bla. Genau. Und bei dieser Aktion ist es dann dazu gekommen, dass diese Hater mich mit. Ist die fest genug? Ja. Dabei ist es dann dazu gekommen, dass diese Hater mich mit Cola und. Ich vermute, das war Backpulver. Cola, Spezi oder sowas. Und Backpulver besprüht haben oder bespritzt Daher auch Cola-Bärchen. haben mit so Eimern. Hatten sie dabei. Angeblich ist es von ihr jetzt so gewesen, dass sie nichts davon wusste, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die mitten in der Pampa, das ist nämlich ein Kaff, das mitten im Nichts liegt, dass es eine Aktion ist, die ungeplant ist, ganz im Ernst, sehr unwahrscheinlich. Jedenfalls, ja, wollte ich das nur kurz mal anmerken. Dazu kommt dann nochmal ein genaueres Erklärungsvideo und eine Aussage, dass das wahrscheinlich bald kommen wird, dass die, was? Ja. Kurz gelesen. Jedenfalls ist es eine echt idiotische Aussage und ganz idiotische Aktion, sowas zu bringen. Und Ihr merkt aber auch, er hat 450 Leute im Chat. Ich glaube, er hat kein Low-Level an, oder? Level 2 kann schreiben. Und die einzige Person, die schreibt, oh Rainer, du Armer, ist, wie heißt der? Hilfhoppi. Sagt einiges aus, glaube ich. Und ich persönlich habe mich, ich hab mich nicht aufgeregt oder so. Ich habe gesehen, also da war so ein Busch und so, ich habe gesehen, dass hinter ihr zwei Typen herrennen. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, die Frage ist jetzt halt, was ich mir gedacht habe. Ich habe mir dann so gedacht, nö, ne, kann nicht sein. Und ja, ich habe mir dann gedacht, hau ich ab. Hab dann so, bin über so eine Brücke gekommen, hab mir gedacht, hab so über meine Schulter, hab so gedacht, hau ich jetzt ab, bevor die mich erwischen. Oder, weil die wären ja angeblich schneller gewesen, das bezweifle ich allerdings. Weil in dem Fall hatte ich meinen Vorteil.
Aber. Also der Vorteil, von dem Rainer spricht, ist, dass die beiden auf dem Fahrrad war und Rainer zu Fuß. Ich glaube nicht, dass Rainer zu Fuß oder generell, auch wenn es nicht gegen Fahrräder wäre, eine Chance gehabt hätte. Aber ja, er läuft natürlich auch 30 Kilometer in einer halben Stunde, ne? Na klar. Ich habe mir dann überlegt, hau ich ab oder warte ich drauf, dass sie kommen. Ich habe mich dann so hingestellt und habe es wie ein Mann ertragen. Ich habe nicht geschrien, ich habe nicht geflucht, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich wie ein echter Mann hingestellt und habe mich den Typen gestellt. Weil die Leute ja immer behaupten, ich sei so ein großer Feigling, weil ich mich da immer nicht zeige, wenn die so eine Aktion abziehen oder wenn die vor meiner Haustür stehen, dann ist ja immer der Zaun zwischen uns. Ja, die sind auf mich losgegangen, haben das mit drüber gesprüht, haben mich drüber gehauen mit dem Zeug. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Haben das drüber kaut über mich. Ich bin dann stehen geblieben und die sind dann in die andere Richtung abgehauen, weil sie wieder zu feige waren, sich wie ein echter Mann mit mir zu prügeln, wenn sie so eine Aktion. Also, ich behaupte einfach mal, dass es nicht echter Mann ist, wenn man sich prügelt. Aber ja, Rainer lebt in so einer Welt. Aber es ist halt immer wieder witzig, ne? Er erzählt, was doch für ein penater Hund ist und so weiter. Aber man muss sich einfach nur Besuchervideos anschauen und schauen, gegen welche Körperstaturen er rausgeht oder drin bleibt. Mehr muss man dazu echt nicht sagen. Schon abziehen, hätten sie eigentlich eine gewaltige Ohrfeige verdient, dass sie in den nächsten 30 Jahren noch dran denken oder am besten gleich eine Gesichtsumformatierung. Aber dann sind sie natürlich nicht mehr manns genug, sich zu stellen wie echte Männer, Korrekt. sondern rennen feige davon. Natürlich auch schön maskiert, wie die kleinen Kinder, die sie nun mal sind. Also ich persönlich muss sagen, totaler Kindergarten lässt mich komplett kalt. Und wie gesagt, dadurch, dass Spoiler, es hat ihn nicht kalt gelassen. ich schon damit gerechnet habe. Vermutlich, das Ganze läuft übrigens, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das habe ich auch in meinem Video gesagt. Das Ganze war geplant seit Mai. Das muss seit Anfang Mai gewesen sein. Also die haben seit Mai, also Anfang Mai ungefähr, habe ich mich mit ihr schon verabredet gehabt. Zwar nicht für genau den Tag, aber seit Anfang Mai hatten wir halt schon geschrieben und so. Also über 3 Monate, ja, oder fast über 3 Monate. Haben wir schon geschrieben und haben das schon gemacht und getun und getan. Und jetzt kommt der Witz. Jetzt kommt der größte Witz von allen. Ich war zu Hause. Das erste, was ich gemacht habe, ist mich duschen, meine dreckigen Klamotten in die Waschmaschine zu schmeißen. Oder davor in dem Fall, weil die ist noch nicht voll. Und jetzt kommen die Pointe. Ich nehme mir mein Handy. Ich nehme mir mein Handy in die Hand. Schau drauf. Sie hat mich geblockt. War klar. Dann wähle ich ihre Nummer und rufe sie an. Jetzt geht die Mailbox hin. An und für sich nicht sonderlich schlimm. Aber wenn man so bescheuert ist, nach so einer Aktion auch noch auf seiner Mailbox seinen echten Vor- und Nachnamen anzugeben. Au. Und die Leute behaupten, ich bin dumm. Wenn ich schon, ohne Scheiß, wenn die sowas machen und ich soll dumm sein, Alter, was sind dann die? Also ich weiß nicht genau, was man auf der Mailbox hört. Am Ende von Kullerbärchen wird die Mailbox nur abgehört. Und da sagt Rainer auch, haha, echter Name, bla bla bla. Keine Ahnung, wenn stimmt, ja, dumm. Muss man nicht drüber zu sprechen, muss man nicht drüber sprechen, aber das ist Rainer, ne? Ob es stimmt oder nicht, weiß ich leider nicht. Aber wenn ja, hat er recht. Das wäre echt nicht allzu schlau. Was auch egal wäre im Prinzip, weil, wenn man es runterbricht, haben die nichts Straffähiges gemacht. Vor allem sie nicht, ne? Sie ist ja nur weggelaufen, aber naja. Alter, ohne Witz und Verstand. Ich werde demnächst mal zur Polizei gehen und werde sie anzeigen. Ich habe mir alles schon in meinem Büchchen notiert. Hier. Jetzt Rainer hat oft solche Sachen, ne? Der hat eine Pinnwand, wo er Sachen anpinnt, der hat Bücher, der hat Notizen überall. Ich will die so gerne sehen, was er sich nach solchen Sachen draufschreibt, ne? Jetzt, ich würde dafür Geld bezahlen. Ich würde dafür 100 Euro rankaufen, nur um diese Dinger zu sehen. Der Name? P ist der Vorname, W ist der Nachname, also ne, der Anfangsbuchstabe, da kann die Person jetzt ein bisschen zittern. Ich habe ja auch auf die Mailbox noch gesprochen. Ihre Handynummer habe ich hier, ihr Pseudonym habe ich hier und verschiedene andere Seiten oder Profile, von denen ich weiß, habe ich ebenfalls hier. Vielleicht habe ich sogar noch das Glück, dass ich ihr Passwort? Wie Passwort? Steht da irgendwo Passwort drauf oder was? Das ist kein Passwortbüchchen, das ist einfach nur ein Telefonbuch. Und da steht die unter anderem drinnen. Ja, und ich habe.
Von der Anzeige weiß ich auch nichts. Ich glaube, danach ist nie wieder irgendwas passiert. Also, ich gehe mal stark von Lüli aus, aber ich weiß es nicht zu 1000%. Wie gesagt, ein Video zugemacht. Das ist jetzt auch gerade fertig, sehe ich gerade. Das werde ich jetzt direkt hochladen. Instant. Und da werdet ihr auch sehen, dass ich total emotionslos auf das Ganze reagiere, weil es einfach total lächerlich ist. Ich bin 30, ja, ich bin 30, ich bin ein erwachsener Mann. Ich behaupte vernünftig, wenn ich die Chance dazu habe, vernünftig zu sein. Und so eine Aktion finde ich nicht nur unter aller Sau, sondern das finde ich einfach nur absolut lächerlich, kindisches Verhalten. So. Ja, und es ist halt eine total lächerliche Aktion und ich finde es halt total kindisch. Deine Korrigation, die Restreams sind so viele Zuschauer. Er hat nur 80. Sorry. Und ich weiß nicht, was noch alles. Also ich persönlich muss echt sagen, wenn ich dumm bin, was ist dann so eine Aktion? Also ganz ehrlich, das ist ja, dafür gibt es ja schon gar kein Wort mehr. Dafür müsste man schon ein neues Wort erfinden. Ein Vorteil hat das Ganze. Sie ist angeblich Nichtraucherin, das heißt, ich kann auch mir jetzt Kippen machen und auch rauchen. Und Bier habe ich auch da. Sekt habe ich da. Passt also alles. Wunderschönes Wochenende. Ja, wenn man soziale Interaktionen, die man jetzt nicht mehr hat, schönreden will, indem dass man wieder rauchen kann. Ja. Ärgerlich, weil ich jetzt manche Sachen gekauft habe, die ich normalerweise nicht esse. Aber gehört eben alles dazu. Die Hoffnung stirbt eben zuletzt. Und wer mich für dumm hält, weil ich immer noch an Hoffnung glaube, der hat eben keine Ahnung davon, dass es einmal schon geklappt hat und nicht in die Hose gegangen ist. Weil ich habe ja schon mal mit einer Person getroffen und die Hater glauben bis heute noch nicht dran. Weil ich bin ja da. Stimmt auch nicht, ne? Aber ich habe es gerade schon gesagt, seine Hoffnung ist nicht darauf beruht, ah, ich möchte endlich jemanden finden, mit dem ich mein Leben verbringen kann, so in dem Sinne, ne? Sondern seine Hoffnung war immer, ich kann einen wegstecken. So, das ist seine Hoffnung. Und nicht, dass er die Frau fürs Leben findet oder ähnliches. 30 ungefickt. Entschuldigung für den Ausdruck, hat auch du noch nichts verloren. Ich bin ja 30 Jahre Jungfrau. Also ich weiß nicht, ob das schon mit der Frau war, die zu ihm geschickt wurde, die wohl seine Mods bezahlt haben. Ich weiß nicht, ob das später kam, aber davor war halt nur das mit der Prostituierten. Da lief aber nichts laut Reiners Aussage. Und ja, sonst war nichts. Außer natürlich, dass er mit 27 mit einer was im Club hatte, aber mit 28 hatte er dann doch sein erstes Mal. Dann war es mit 25 schon soweit. Also ganz viel wirres Zeug. Tja, nur weil ihr was nicht wisst, heißt es nicht, dass es nicht so ist. Mal abgesehen davon wisst ihr ziemlich viel nicht. Muss ich nur mal schauen, wegen der Anzeige, wie ich das mache. Anzeige ist raus. ich glaube übrigens, das ist mein ganz fester Glaube tatsächlich, dass die mit dieser Aktion so eine Erdbeerchen-Aktion abziehen wollten. Weil wie gesagt, es geht seit Mai, wo ich mit ihr Kontakt habe. Und ich gehe davon aus, dass die in dieser Zeit deswegen so lange den Kontakt gehalten haben oder versucht haben, ihn zu halten, weil ich davon ausgehe, dass die gemeint haben, dass mich das Ganze emotional fertig macht. Weil die glauben, dass ich mich in sie verknallt habe. Bevor er jetzt wieder ausholt, ne? Er hätte mir vielleicht auch vorher klar sein sollen, dass Cola-Bärchen vielleicht zeitmäßig sehr viel in Anspruch nimmt. Weil ich meine, die haben über Monate. Er sagt, 3 bis knapp 4 Monate haben die geschrieben. Und zum Beispiel Moskau-Bärchen, da waren, glaube ich, 4 Tage oder so. Und da war trotzdem 1 Stunde. Oder die Duana-Leaks, ein paar Tage, auch 4 auf 45 Minuten. Ja, oder Polska-Bärchen, ein Abend. Auch wieder 1 Stunde. Ja. Ich habe mir damit einen kleinen Bock aufgebunden, aber was soll's. Wir schaffen das schon irgendwie. Ich mochte sie, so wie sie sich mir gezeigt hat, so wie sie sich mir entgegengestellt hat, wie ich sie kannte oder kennengelernt habe. Aber in sie verliebt. Ich habe längst gelernt, meine Gefühle so weit unter Kontrolle zu halten, dass ich mich erst in jemanden verliebe, wenn ich die Person real treffe. Das glaube ich nicht. Auf meine guten Zuschauer, die keine Scheiße bauen. Prost. Das gute Metal-Shirt. Blöd ist bloß, dass ich jetzt einen Weißwein zu Hause habe und den Weißwein gar nicht trinke.
Der Wein hält sich lange. Ich kenne aber niemanden, der Weißwein trinkt. Ich kenne generell niemanden, der Wein trinkt. In meinem Freund. So wie ich Rainer kenne, wird er dann wieder mit der nächsten wieder schreiben. Er erzählt ja immer gerne von seinen Ex-Bekanntschaften, ne? Während er mit einer neuen Frau redet. Sehr schlau erstmal an der Stelle. Da wird er bestimmt sagen, oh, ich habe noch ein bisschen Weißwein von meiner Ex-Frau hier. Wir haben, boah, das und das gemacht, da habe ich es ja genommen, da habe ich das gemacht. Ich glaube, dieser Weißwein ist nochmal zur Sprache gekommen bei anderen Bekanntschaften, die wir vielleicht nicht kennen, weil aus dem Kopf fällt mir jetzt nichts ein, aber er wird es bestimmt irgendwie wieder benutzt haben für einen Aufhänger. Im Freundeskreis trinkt man entweder Bier oder Schnaps. Also wenn es was Alkoholisches ist, meine ich. Winkle? Dieses Rauschen, Junge, what the fuck? Hä? Jetzt gehen wir ein bisschen vor. Und dann stellt sich heraus, dass das gar nicht die Polizei war, sondern irgendjemand, der irgendwie über deren Nummer... Alter! Warum machen... Alter! Ganz ehrlich, das ist ja wohl so eine Akt. Und da fragen sich die Leute, warum ich mich nicht mehr sicher fühle, Alter. Redest du von mir, Arthur? Weil wenn ja, dann blocke ich dich einfach, dann hast du deine Ruhe, dann brauchst du nicht mehr reinschauen. Alexa schaltet sich im Arbeitszimmer auf blau. Das habe ich eigentlich schon vor dem Stream gefunden. Was zum... Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer auf blau. Kannst du mich verarschen? Alexa, schalte das Arbeitszimmer... Weißt du, Rainer, ne, der hat die Musik komplett aufgedreht, ne? Man hat es bestimmt durchs halbe Dorf gehört, aber ja, er macht dann die Krach oder so. Und dann versucht er in nur halbwegs lauter Stimme mit dem Alexa-Ding zu sprechen. Und das soll auch noch jedes Wort verstehen, was er sagt. Aber ja, Alexa ist wieder die Böse, ne? Immer aus. Willst du mich verarschen? Wenn es dann einfach gehen. Wenn es dann einfach geht, dann eben mit Gewalt. Geht doch. Weiß nicht, warum ich das immer mit Gewalt machen muss. Ich dachte, ich habe eigentlich oft genug gesagt, wie ich dazu stehe, wenn man mich über Snapchat anruft. Ich finde es immer lustig, wie immer alle so meinen, wie kriegst du deine Haare so hin, wie schneidest du deine Haare so, bla. Wo schneidest du deine Haare? Er macht selbst, tausendmal schon erzählt. Keiner hat gefragt, niemand hat gesagt, Rainer, du hast so schöne Haare. Aber ja. Deine Haare, das ist alles Natur, Leute. Ich schneide meine Haare überhaupt nicht, momentan. Und ich sehe immer so aus, wie ich aussehe, wenn ich aus dem Bett komme. Also ich tue mir die Haare nicht schneiden, ich tue mir die Haare nicht kämmen, ich tue sie nicht bürsten, ich mache nichts. Das einzige Pflegende an meinen Haaren, was ich wirklich mache, ist waschen. Mit einem Shampoo und einer Spülung, mit einer Kur. Das ist alles, was ich mache. Mehr mache ich nicht. Ansonsten ist das alles Naturhaar. Das ist alles echt. Und das alles auch so, soll auch so sein. Nur wenn ich sie wasche, schauen die anders aus. Dann sind sie immer so platt gedrückt. Weil die dann durch das Wasser werden, sind immer so schwer. Beenden wir den Stream erst einmal. Vielleicht streame ich später nochmal. Ich weiß es noch nicht, das wird sich zeigen. Wie gesagt, schaut mal in mein neues Video rein. Da habe ich alles nochmal in Ruhe erklärt. Alexa schaut Nebel aus. Alexa, schalt die Fernsehlampe an. Alexa, schalt die Fernsehlampe auf blau. Dann machen wir eben grün. Alexa, schalt die Fernsehlampe auf grün. Warum guckt er dabei so dumm? Warum? Alexa, schalt das Studio aus. Alexa, schalt Schlafzimmer aus.
So. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschö, tschö. Ja, das war so der kleine Teaser, was so kommen wird im Laufe der nächsten Woche. Ich glaube sogar, warte mal, wenn ich Sonntag anfange damit. Sonntag. Tatsache, genau eine Woche danach wäre Weihnachten. Ist das ein Zeichen? Ich glaube schon. Ne, wie gesagt, ich schau mal. Ne? Vielleicht schaffe ich es in 7 Teilen. 7 Teile A, 2 Stunden ungefähr, sollte eigentlich okay sein. Aber ja, ich würde sagen, wenn ihr dazu bessere Ideen habt, wie man das aufsplitten könnte, in die Kommentare damit. Ansonsten, ich hätte am Anfang sagen sollen, Stream heute Abend, wo wir über den Dreger Dezember sprechen wollten. Wenn ich frei bin, kriegt ihr heute Abend einen Ping, gegen 19:30 ungefähr. Falls nicht, dann Freitag, gegen 19:30. Kriegt ihr auch einen Ping. Deswegen kommen wir gerne auf den Discord. Da kriegt ihr diese Pings, wie gesagt. Und da würde ich sagen, wir sehen uns. Haut rein.